Sie sind hier, 8. Dezember 2018, 14.16 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Felix Neureuther kam bei seinem Comeback noch nicht richtig in Fahrt. Urheberrecht Getty Images. Für Felix Neureuther und Stefan Luiz läuft es beim Riesenslalom in Val d'Isère nicht rund. Marcel Hirscher deklassiert die Konkurrenz und holt seinen 60. Sieg. Für die deutschen Skirennläufer Felix Neureuther und Stefan Luiz ist der Weltcup-Riesenslalom der Männer im französischen Val d'Isère nicht nach Wunsch verlaufen. Bei widrigen Bedingungen belegte Neureuther bei seinem Comeback nach mehr als einem Jahr Rang 21 knapp vor Fritz Dopfer auf Rang 22. Bester Deutscher war Alexander Schmidt auf Rang 15. Sauerstoffaffäre belastet Luiz. Luiz, dessen Sieg vom vergangenen Wochenende in Beaver Creek, USA wegen der Sauerstoffaffäre in Frage steht, schied im zweiten Durchgang beinahe aus und fiel vom 8. auf den 30. Rang zurück. Die letzten Tage waren schon belastend, sagte der Allgäuer, der in Beaver Creek zwischen beiden Läufen verbotenerweise aus einer Sauerstoffflasche inhaliert hatte. Der Weltverband FIS ermittelt. Bei Schneefall, schlechter Sicht und auf ruppiger Piste am Festival Bellewarde fuhr Marcel Hirscher, Österreich, zum wiederholten Male in einer eigenen Liga. Er gewann vor Henrik Kristoffersen, Norwegen 1,18 Sekunden und Mats Olsen, Schweden 1,31, von Sportinformationsdienst.